Was passiert mit uns, wenn wir sterben? Forschende in Estland haben jetzt das Unmögliche möglich gemacht. Sie haben die Gehirnwellen einer sterbenden Person gemessen und etwas Interessantes herausgefunden. Ich bin Niklas und das sind die Mindblown University News. In Estland erlitt vor wenigen Wochen ein 87-jähriger Epilepsiepatient einen Herzinfarkt, während er an ein EEG-Gerät angeschlossen war. Traurigerweise starb er dabei. Doch damit ist die Wissenschaft zum ersten Mal in den Besitz von Hirnwellen einer sterbenden Person gekommen. Nahtoderfahrungen sind wahnsinnig schlecht untersucht. Man hat nur Augenzeugen berichtet, die sich meistens in einer Sache extrem ähneln. Die Menschen berichten davon, dass in dem Moment, wo sie glauben zu sterben, ihr ganzes Leben vor ihren Augen vorbeizieht. Und die Daten der estländischen Studie scheinen diese Berichte zu belegen. Kurz nach dem Herzstillstand sah man einen starken Anstieg von Alphawellen, welche sich beim Abrufen von Erinnerungen ganz ähnlich verhalten. Das spricht für so eine Rückblende. Allerdings weisen die Forschenden auch darauf hin, dass man mehr Daten bräuchte, um das Ganze jetzt wirklich zu bestätigen. Was glaubst du passiert nach dem Tod? Schreib mir einen Kommentar und folg mir für mehr Mindblowing Stories aus der Wissenschaft.